Nun, es gibt nur 16 Tische hier in diesem Klassenzimmer und der Typ da ist wohl der 16. Schüler. Such ignorance. Es ist doch offensichtlich, wenn du mal drüber nachdenken würdest, dein Gehirn anzuschalten. Darüber nachdenken würdest, dein Gehirn einzuschalten, das ist eine sehr interessante Übersetzung dafür. Ich denke mal drüber nach, wie schalte ich nochmal mein Gehirn ein? Denk, denk, denk. Das ist eine typische Winnie-Pooh-Frage. Wie verabschiede ich mich von mir selbst? Es wäre natürlich offensichtlich, wenn du mal drüber nachdenken würdest, nachzudenken. Ja. Wer möchte den? Ich weiß nicht. Okay. Gut. Soll ich ihn oder? Von mir aus. Oh, und worüber wollen wir jetzt denn eigentlich reden? Das ist bestimmt der ultimative Koch. Ach, ey! Ja, wäre ich nicht drauf. Ich weiß ja, darauf wäre aber nicht gekommen, ne? Was ist eigentlich der Grund, warum wir überhaupt in diesem Klassenzimmer sind? Na, zuerst muss ich etwas bestätigen. Irgendeiner von uns hier. Ist da überhaupt irgendwer, der sich dran erinnern kann, wie wir hierher gekommen sind? Wir schauen uns alle gegenseitig an. Ein überraschter Blick taucht auf jedermanns Gesicht auf. Nicht eine einzige Person hebt die Hand. I see. Also, bevor er es überhaupt bemerkt hat, warte hier in diesem Klassenzimmer. Und jeder hier... Sekunde, ich habe gerade keine Ahnung, was das heißt. Was? Also ja. Dann hat also jeder hier dieselben Erscheinungen. Würde ich es übersetzen. Okay. Dieselben Symptome. Very strange. Es ist egal, wie sehr man es anguckt. Es ist einfach unnatürlich. Selbst die Dümmsten hier sollten dadurch sich drauf einigen. Richtig? What's going on? Ist das eine. Also, du musst mir sagen, wenn du einen Charakter unbedingt sprechen möchtest, ne? Also sie mag ich nicht so. Okay. Es ist ziemlich seltsam. Niemand erinnert sich daran, wie er hierher gekommen ist? Hey, was meinst du damit, dumm aussehend? So in other words. Der Moment, als ihr euren Fuß auf den Campus gesetzt habt, habt ihr doch auch dieses komische Verwirrtheit und Schlechtheitsgefühl gespürt. Und dann wart ihr auch plötzlich hier und ihr wisst nicht warum. Das habe ich auch gefühlt, bevor ich hierher kam. Nun denn, ich denke, dass es auch für euch alle zutrifft. Das ist mir auch passiert, aber... Dieses Beschwerptheitsgefühl war also nicht nur bei mir. Und jeder hat das Gefühl, das ist seltsam. Die hatte ich mir schon ausgesucht. Okay. Es ist ja nur das Bewusstsein, es fühlt sich einfach, ist vielleicht nur Zufall und, ja, Entschuldigung, ich hab mich verlesen. Nun, vielleicht ist es ja nur Zufall, es fühlt sich einfach zu gut an, um wach zu sein. Du sagst, es ist einfach nur Zufall. Ist nicht einfach nur Zufall. Ja, du sagst, es ist nicht einfach nur Zufall, na gut. Hä? So in other words. Das bedeutet, dass wir vermuten können, dass jemand hierfür verantwortlich ist für dieses seltsame Phänomen. Wer verantwortlich? Was ist? Es fühlt sich so an, als würde hier etwas Seltsames vorgehen. Also eh. Nee, es fühlt sich so an, als würde es immer verrückter werden, so.
Okay. Das ist Kaido. Okay. Soll ich den sprechen? Mir egal. Ich weiß nicht, worüber ihr euch Sorgen macht. Aber es klingt für mich nicht wie eine große Sache. Den kannst du sprechen. Okay, Sekunde. Der ist für mich Axel vom Aussehen. Was meinst du? Ich meine, es ist ein kleines Problem. Übrigens, falls es dir auffällt, ja, er ist ein Super Saiyajin. Anstatt versuchen herauszufinden, warum wir hier sind, sollten wir herausfinden, warum wir nicht gehen können. Okay. Möchtest du sie oder sei ich sie? Ich nehme sie. Okay. Hä? Was meinst du mit, wir können nicht gehen? Impossible! Wirklich? Ich sehe ihm zu, wie er zur Tür rennt und versucht, sie mit aller Kraft aufzuziehen. Aber... Rüttel. Es öffnet sich nicht, ich kann es nicht öffnen. Warum? Vor einer kurzen Weile habe ich versucht zu gehen und um zu scheißen. Aber die Tür hat sich kein Stück bewegt. Hey, was geht jetzt hier ab? Sheesh. Sogar mit all meiner Kraft konnte ich sie nicht öffnen. Es wird absolut unmöglich sein für alle von euch. What? Soll ich sie reden? Mhm. Das Lolli-Mädchen. Ja, kannst du. Was meinst du damit, du kannst sie nicht öffnen? Warum denn? Das ist doch gar nicht möglich. Sie hat recht. Das ist unmöglich. Weil, als ich durch die Tür gegangen bin, hat sie sich ganz normal geöffnet. Sie war nicht mal verschlossen. Du oder ich? Wie viele haben wir denn schon verteilt? Also du hast mittlerweile 6 und ich hab 5. Dann nehme ich sie auch. Okay, weil jeder bekommt am Ende 10 verschiedene Charaktere sind's. 10 verschiedene? Aber ich bin doch noch 16 Leute. Ja, stimmt. 8. Ja. Nee, doch. Nee, warte. 9 für jeden. Ich bin dämlich. Ah, ich habe dann schon so Vermutung, welche die letzten 2 sind. Ich verstehe auch nicht, welche Kräfte hier am Werk sind. Es gibt, also man kann es nicht leugnen, dass wir hier drinnen gefangen sind in diesem Klassenraum. Gefangen? Was meinst du? Mir wurde plötzlich bewusst, wie schwer sich mein Körper anfühlt. Als ein Gefühl von... Was ist Dread? Unbehagen. Ein Gefühl von aussprechlichem Unbehagen sich auf meinen Schultern niederließ. Are we screwed? Vielleicht wurden wir einfach in irgendwas Gefährliches verwickelt. This is... Den sprich ich. Okay. Oder vielleicht... Macht es mehr Sinn, wenn wir das Ganze als eine Art Eintrittsprüfung betrachten würden? Die Eintrittsprüfung? Du meinst Hope's Peak Academy? However.
Hatten wir dich schon mal? Ja, dich sprichst du. Okay. Aber nach laut der Hobsbücke Akademie gibt es keine Eintrittsprüfung. What? Naja, so scheint es vielleicht für die Öffentlichkeit. Aber es ist möglich, dass es vielleicht ein spezielles Eintrittsexamen gibt. That's wrong. Das ist ein weiblicher Charakter. Möchtest du sie sprechen oder soll ich sie sprechen? Das ist eine gute Frage. Ich habe so eine Ahnung, wer es ist. Was denkst du denn, wer das sein könnte? So ein kleiner pinker Bär. Und es gibt auch noch einen kleinen schwarzen Bär. Lass mich raten, den sprichst du? Mir ist es egal, welchen möchtest du haben? Dann spreche ich den pinken Bären. Okay, du möchtest den pinken. Du kannst die SpongeBob-Stimme versuchen nachzumachen. ihr liegt falsch. Das ist keine Aufnahmeprüfung. What? Geht das etwas femininer? Und vielleicht weniger aggressiv? Ihr liegt falsch, es ist keine Aufnahmeprüfung. Besser? Was war denn das jetzt? Hey, Bastard! Darf ich den haben? Ja. Hey, du Fettarsch! Warum machst du dich über diese niedliche Stimme plötzlich... Warte. Warum machst du plötzlich diese niedliche Stimme? Ich werde deine dämliche Bemerkung über mein Gewicht nicht einfach so hinnehmen. Aber die Stimme, die du gerade gehört habt, die war nicht meine. Huh? Hä? Und welche soll es sein? Naja, das ist eigentlich meine. Wer ist da? Wo bist du? Hat man die schon? Mir ist scheißegal, was du sagst. Dann habe ich meine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Charaktere habe ich bis jetzt. Dann habe ich jetzt meine 9 Charaktere zusammen. Mir ist scheißegal, ob du sie sprechen möchtest. Das ist mein Lieblingscharakter aus allen Danganronpa-Sachen. Okay, dann kriegst du sie. Danke. Es hört sich so an, als würde es hinter den Lehrerpult herkommen. Hinter dem... Lehrertisch? Hello. Alles klar. Ich sehe, jeder ist da. Dann lasst uns anfangen. Alles klar, Magical Girl Bear. wer hat das gesagt? Also es war irgendeine weibliche Stimme. Gibt es noch eine weibliche Mädel, die es nicht genannt war? Ja, das würdest du dann nehmen. Okay. Was ist das? It looks like a stuffed animal. Es sieht aus wie ein ausgestopftes Tier. That's right. I am a squeezably soft stuffed animal. Das stimmt, ich bin ein knuddelbares, weiches, ausgestopftes Tier. Oh nee, warte, das... Alle Weibchen müssen jetzt vergeben sein, es gibt nur noch ein männliches. Ja, keine Ahnung. Sie sind ja doch vom Namen noch nicht genannt worden, alle. Deswegen steht da noch Fragezeichen. Magical Miracle Girl Usami, aka Usami. I may not look like it. But I am your squeezably soft teacher. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin euer knuddeliger, weicher Lehrer. Nice to meet you all. Schön, euch alle kennenzulernen. Hä? Halluziniere ich? Oder bin ich da? Oh, ich bin doch nicht der Einzige, der das sieht, oder? What's going on? Na, ich seh's auch.
Was ist mit diesem redenden Chihuahua? Das ist ein Chihuahua? Everyone. Weiß denn jeder, was hier ein... Weiß jeder hier, was ein Hase ist? Ist ein liebliches Tier, das sehr flauschig und weiches. Das ist, was ich bin. Ein singender Tanzer, tanzender, redender, ein singendes, tanzendes, redendes Raben. 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 Ja, Hasenmaskottchen. Sieht für mich eher wie ein Bär aus. Warte mal kurz, ich muss das kurz verarbeiten. Okidoki. Was denkt ihr, Leute? Ich habe noch niemals ein Stofftier gesehen, das singen, tanzen und sprechen kann. Das war wahrscheinlich noch ferngesteuert von irgendwas. Sei doch keine Pussy über so ein Kinderspielzeug. Und selbst wenn es ferngesteuert wird, es sieht echt lebensecht aus. Das ist ziemlich fortschrittlich für ein Spielzeug. Seine Bewegungen und Manieren sind nicht das Problem. Viel wichtiger ist, wir müssen beurteilen, was es sagt. Come on. Es scheint etwas über unsere momentane Situation zu wissen. Leave it to me. Natürlich tue ich das. Ich bin schließlich die... Lead Teacher? Direktorin? Dieses Schulausflugs? Na, eher Hauptklassenlehrer, würde ich sagen. Okay, Klassenlehrerin dieses Schulausflugs. What did you say? Schulausflug? Come on. Ey, was meinst du mit Schulausflug? Eine große Gruppe von Studenten geht auf einen... Ich weiß nicht, was Shepherd ist. Ich auch nicht, ich glaube. Unfassbar super duper mega tollen. Okay, auf einen tollen Ausflug mit ihrem Klassenlehrer. Es ist das größte Event von des Schuljahrs. Wir suchten nicht nach so einer direkten Antwort. Nun, lasst uns aufbrechen zu unserem spaßigen Schulausflug. Aufbrechen. Ja, natürlich. Was auch sonst? Gegenpunkte. Ich konnte meinen Augen nicht glauben. Nicht nur meinen Augen, meinem Gehirn auch nicht. Die Welt hat einfach aufgehört, Sinn zu machen. Der Klassenraum ist wie ein Bühnenset einfach zusammengebrochen. Und was dann vor mir aufgetaucht war, ist... Blauer Himmel, weiße Wolken, blaue See, blaues Meer und weiße Wellen. Was zur Hölle ist das? Egal wie ich versucht habe, das zu verstehen, es war einfach nur abnormal. Eindeutig unwirklich. Komplett verrückt. Lächerlich falsch. Was? Are you kidding me? Das ist ein Witz. Richtig. Emergency! Wo sind wir? Why? Was ist passiert? Everyone! Alle Mann, bitte bleibt ruhig!
gibt keinen Grund auszurasten. Keinen Grund verrückt zu spielen. Seht ihr? Schaut euch um. Erfreut eure Augen an diesem wunderschönen Ozean. Es ist, als ob euer Herz reingewaschen wird, nicht wahr? Es wäscht alles hinfort. Selbst alle schlechten Dinge. Die hatte ich, ne? Einen Moment. Erklär uns das. Wo zur Hölle sind wir? Wo, fragst du? Offensichtlich sind wir draußen, wo es besser ist. Draußen, wo das Wetter ist. Draußen bei der Meer. Ich verstehe, dass es das Meer ist, aber was machen wir hier? Du weißt, dein Rachen wird ziemlich heißer werden, wenn du weiter so rum so schreist. Aber wir waren gerade in der Schule und nun sind wir am Meer. Das ist unmöglich. Ach, sorgt euch nicht, bitte. Der Schulausflug hat einfach begonnen, das ist alles. Aber warum sind wir überhaupt auf diesem Schulausflug plötzlich? Du hast komplett alles andere übersprungen, was zuvor erst kommen sollte. Sie hat recht. Wir sollten eigentlich an der Hopespeak Academy teilnehmen. Ah, Hopespeak Academy. Ich verstehe, ich verstehe. Was du nicht sagst, ihr fühlt euch also unsicher wegen der Hopespeak Academy? Nun, in dem Fall... Bitte vergesst die Hopespeak Academy. Das ist der Grund, warum wir auf einen Schulausflug gegangen sind als allererstes. Hä? Was zum Fick meinst du damit, wir sollen das vergessen? Come on. Hey, was bist du? Was betreibst du ja bitte schön für ein Spiel? Was? Ich plane überhaupt nichts. Ich mache das für jedermanns Wohl. Ich bete vom Grund meines Herzens, dass Hoffnung in euren in jeder eurer Herzen wachsen wird. Hier gibt es nichts Gefährliches auf dieser Insel. Also bitte sorgt euch nicht. Wait. Insel? Hast du gerade Insel gesagt? Ja. Und es ist wirklich und sie ist wirklich wunderschön. Sie wurde nur für uns vorbereitet. Eine Insel frei von anderen Menschen und Gefahr. Du sagst, diese Insel ist unbewohnt? Vielleicht hast du uns ja auf diese unbewohnte Insel gebracht, damit wir anfangen, uns gegenseitig umzubringen. Was du nicht sagst? Woher weißt du das? Gegenseitig umbringen? Niemals! Blutige Geschäfte wie Gewalt oder Schmerzen bringen ist ein großes auf dieser Insel. Sogar das Wort töten, allein es zu sagen. Äh.
erschaudert. Erschaudert mich? Ja, gut, danke. So gruselig. What are you thinking? Dann, weshalb? Was ist denn überhaupt dieser Schultrip, den du gesagt hast? Was hast du vor, auf dieser Insel zu tun? Für uns auf dieser Insel zu tun? Alles klar. Dann werde ich mal alle ankündigen. Dann werde ich es mal für jeden ankündigen. Während ihr alle euch entspannt auf diesem Inselparadies, müsst ihr miteinander klarkommen und die Bande zwischen euch verstärken. Das ist die Hauptregel auf diesem herzzerreißenden Schulausflug. What did you say? Herzzerreißender Schulausflug? Ja, verbringt diese friedlichen und entspannenden Tage. Nourishing. Mit dem Heranreifen der Hoffnung. Heranreifen der Hoffnung und Entspannung, frei von Schmerz und Leid. Wahrlich, dieser liebliche herbstreißende Schulausflug ist jedermanns Hausaufgabe. Was zur Hölle soll das überhaupt bedeuten? Also dann, lass den herzreißenden Schulausflug anfangen. Es geht. Es passierte, ohne dass man es gesagt hat, aber ich habe keine Ahnung, worüber sie redet. Ich konnte nicht mal ihren Worten folgen. Und dann einfach so, als ob ein Vorhang sich plötzlich langsam senken würde. Ging mein Bewusstsein hernieder.